gucken, ob das scheiß Ding jetzt filmt. Jetzt nimmt er auf. Ja, schade. Jetzt nimmt er auf und jetzt sieht man nichts mehr. Hinter Dennis ist ein kleines Loch. Hat so, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr als Bierkastengröße. Je nachdem, welches Bier man trinkt. Und das war unser Einstieg in die Unterwelt. Jo. Ja, wir sind mit Dominik und Lou unterwegs, heute als Führer. Und sind gespannt, was uns erwartet. Schöner Muff hier drin, ne? Ja. Wir haben schon welche Party gemacht. Schön vermüllt hier. Oh, das ist was für lange Beine. Ja, richtig crazy. Geil, ey. Umgekehrt wäre schlimmer. Ja, kommt gleich. Wahrscheinlich. Da waren wir nicht durch und da weiß ich auch nicht, was da ist. Oh, das sieht aber aus, als wenn man da ganz weit reingehen könnte. Ja, das ist hier auch. Wird aber eine Sackgasse sein, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber können wir gerne mal gucken sonst. Ja, können wir später machen. Ja, wir kommen ja hier nicht mehr zurück. Achso. Ja, geh doch mal rein, ich schieb auch wohl von hinten. Der Gang wird gleich so lang nach der Knickung da hinten, da siehst du kein Ende mehr. Hoi. Okay. Und ich glaube hier, früher standen die Loren drauf, weil guck mal hier unten, da könnte man fast genau mit den Hölzern hier. Ja. Liegt auch teilweise noch Holz. Das ist eine, die reinführt und eine, die rausführt. Ja, ja, glaube ich auch. Guck mal, hier haben sie sogar gebohrt. Wollten sie die mal sprengen oder? Ja. Nee, das waren die Metall- das war auch kein Eisen. Nee, das war kein Eisen drin. Das sind Stützdings. Die wurden zur Stabilisation eingebaut. Jan hat's raus. Oh? Du hast es drauf, sag ich. Stempel. Stempel, ja. Das muss man mal gesehen haben, fand ich jetzt. Die Räuber. Du Scheiße, ne? Müssen wir da runter? Nee. Nur wenn du willst. Aber nur wenn ich willst du willst. Ich überleg kurz. Dann etwa mit Lu ungefähr bis. Keine Ahnung. Das ist aber auch ganz schön weit da, ne? Zum dritten Float sind wir runter. Da sind wir nicht lang gegangen, weil wir da noch nicht wussten. Yeah.
Oh, das war aber knapp. Hallo, lebt da noch jemand? Hey, hier sind noch so Seilüberreste, ne? Da auch, oh ja. Welche alten Leitungen hier? Alte Leitung. Okay, der hält nicht mehr hier. Den haben wir letztes Mal raus. So, weiß ich nicht. 200 Meter wieder geradeaus hoch und dann den anderen raus. Okay. Wir wollten unbedingt noch das andere Auto, weil das noch nicht kommt. Ah ja, okay. Rettender Ausgang. Ja, vertu dich nicht, ey, wenn du so eine Schräge hoch kriechen musst. Lass mir doch mal ein bisschen Optimismus, dass du mal so pessimistisch bist. Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. Bist du so ein Friseuropfer? Okay, was auch immer das ist. Das könnte von so einer Haspel sein, ne? Oder? Mhm. Die auf Handbetrieb läuft. Mit Drahtseilen hochgezogen wird. Vielleicht hier sogar. Das sieht eigentlich erstmal wie so ein Trichter. Ja, klar, aber damit trägst du halt dann das Gestein ab, ne? Jetzt sind auf jeden Fall die Flöze links und rechts rot gearbeitet. Ich würde ja schon gerne mal runter oder hoch in so ein Ding. Ja, eigentlich sollte nach dem Hauptplatz sein, wo man runter kann. Da sind irgendwo nur Loren und so rumstehen, ja. Hannelore. Eleonore. Hier ist doch noch ein See drin mit dem Rot. Affengeil. Dann bleiben wir hier noch. Ja, tut mir leid, wir waren bei Burger King. Das war keine Frischluft. Da kommt so eine geile Scheiße hier. Das sieht schon geil aus. Mann, ey. Mein Gott, ja. Da hat aber einer richtig entsorgt. Oh, okay. Wenn sie runterkommt, schießt sie wieder den Kopf ab. Da muss ich keine Gedanken mehr machen. Oh, das ist aber echt eine Todesfalle, das Ding. Lass mal weitergehen. So wie sie hier. Die wollen wir dann noch probieren.
Überall sind noch so Keile hier. So Metallkeile. Da sieht man noch so einen dicken, so eine dicke Ringöse. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auf die Kamera. Da so. Ja, und alles, was man glitzern sieht, falls man das auf der Kamera überhaupt sieht, ist Schiefer. Schiefergestein und überall sieht man immer mal wieder Katzengold. Ja, ich habe vorhin schon zum Teil hier Leitungen liegen sehen. Guck mal hier, da war früher eine Mauer und da stand irgendwas drin. Aber guck mal, da hat einer gebuddelt schon. Mhm. Ob da hier ein Vieh rumrennt oder was? Da kann sein. Guck mal, wie viele Kabel da liegen. Das wird wahrscheinlich so ein Verstärker für den Strom gewesen sein. So umspannend. Ja. Also, auch richtig alte Bleileitung, ne? Oder was ist das hier? Ne, das ist ein Seil. Das sah so aus. Nee, das ist glaube ich nur eine Leitung. Ist das eine Bleiummantelte? Ja, ne? Ob der jetzt Blei ist, weiß ich nicht. Hatten die ja früher. Ja, aber da ist der Essen. Die ist zugefallen. Einpackung in den Stein. Kleiner Kristall. Das ist wie so ein Flaschenöffner, guck mal. Genau. Vor allem, als wäre es hier hingelegt worden an der Stelle da. Ne? Ja. Richtig coole Versinterung. Das zieht sich hier so seinen Weg, ne? Wie so Adern in so einem Blatt. Das habe ich schon öfters hier gesehen, diese komischen Adern. Wird immer größer, die Löcher hier. Hm? Also von dem ich den Standort hier hatte, der ist nie wieder gekehrt. Ja, aber jetzt, der sagt jetzt über 2,5 Stunden in einer Richtung. Auch wenn man weiß. Hauptsache der Weg ist dann auch, wenn die da rauskommen. Ich glaube, es ist 5 Uhr. Bis 0 hatte der mal nicht auf. Bis 0? Auf 3 oder so haben die schon. Ja, von denen da auf. Oder vielleicht ist der anders. Keine Ahnung. Das ist halt wohl. Gucken, wie lange das noch hält. Ja. Es wäre ganz gut, wenn das noch einen Moment hält. Hier ist der Sohn noch. Oh, das ist ein Mitte. Das sind die Anschlüsse für die Druckbefleitung. So dick? Mhm. Die haben große, die haben zöllige Anschlüsse. Hier liegt doch das schöne alte Rohr da. Oh jo. Dings da. Ja, genau. Die haben nämlich keine halbzölligen. Krass. Dann wird das ja doch noch spannend in diese Richtung. Was kommt? Hier ist schon wieder ein Scheiß, auf doppelt. Zwei der Jungen. Oh, das ist gut, ich muss zwei Zylinder, ja. Aber was das wohl mal war? Scheiß auf. Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Frauentoilette? Wo die alle nebeneinander kommen mussten? Ja. Ja, das ist die Frau. Hier, da steht was drin. Ah, hier ist auch Herren-WC. Oh, das ist gut. Oh. Ja, der war bereit, echt nicht. Der ist voll gepisst. Nee, ne? Doch, der ist voll gepisst.
Eieiei. Aber vor Kamera sieht man das nicht, wie schräg das runtergeht. Ja, weil der Foto, die ich dir geschickt habe, hat man auch nicht gesehen. Guck mal, hier kommt ein Plateau. Ah, klasse, ich könnte hier auch gerade. Also, das Ärmelchen voll machen. Oh, Junge, hier geht auch noch einer. Aber massiv, du. Der ist richtig groß. Da geht es nur schwarz runter. Da kann ich auch nicht mehr reinleuchten. Das ist einfach nur noch dunkler Shit. Ja. Oh, guck mal hier. Was ist denn hier? Oh, guck mal, hier kommt voll Wasser von oben und das ist voll macho. Jo. Weißt du, wie das aussieht? Wie so ein, entweder so ein Bahnhof-Dingen oder wie so ein Kurb, der runtergefahren ist, ne? Aber der hat keine Henkel dafür. Nee, ne. Weißt du, was das sein kann? Das irgendwie eine Einhausung von einem Kompressor oder irgendwas hier mit Zuluft und Schalldämpfer oder was? Was ich glaube eher, dass sich von hier aus die runterlassen haben, das auf jeden Fall in die Wagen rein. Von der Flöze in die Wagen rein und dann hin und her. Jo, Tatsache, ne? Nein, das ist kein Fahrrad. Doch, für eine Gingermatte gestützt. Nein, ist es nicht. Jo, so ehrlich. Könnte eine gewesen sein. Das ist eine. Ja. Das werden die später hier zum Abstützen genommen haben. Die ganzen Bahnschwellen. Die ganzen Schwellen sind Schienen. Ja, Herr Oberbahninspektor. Ja. Hier haben wir geschützt. Was ist denn hier? Krass. Was sind Bolzen hier rumliegen? Ja, wahrscheinlich auch von den ganzen Schienen. Okay, das ist einfach nur Müll, ne? Ja. Ich würde mal sagen, so 1,5 bis 2 Kilometer haben wir aber schon zusammen hier. Meinst du? Ja. Oder weil wir, aber wir laufen aber ziemlich langsam. Ich glaube, das sind so. Lass jetzt vielleicht mal 800 Meter sein, die wir jetzt gelaufen sind. Meinst du? Oder? Wir laufen ja nicht im normalen Lauftempo hier. Ja gut, das stimmt. Wir haben ein Fatuzzi. Man hat halt auch gar keine Referenz. Ne? Du hast null Ahnung, wie weit du bist oder so. Ja, komischerweise immer mehr auch modernere Kabel jetzt hier. Hier steht noch ein Weihnachtsbaum. Krass. Achso, das sehen wir so aus. Okay, so eine alte Petroleum-Funzel. Der Hut passt da irgendwie nicht zu, der ist zu modern mit Nylon und so, aber das ist schon cool. Ha, wo siehst du denn? Hey, ging auch noch gegen so eine. Wir dachten jetzt gerade, wir hätten eine Lore gefunden. Aber das ist wahrscheinlich auch entweder einfach nur ein Behälter für Abraum oder irgendwie von einer Haspel oder so. Ich kann es euch nicht sagen, ich bin jetzt nicht der Bergmann, Bergfachmann. Oh ja, hier sind wieder Fledermäuse. Das heißt, hier gibt es auch einen Ausgang. Jo, das ist auch ein. Mhm. Dann setze ich mir die Kapuze wieder auf, weil die kacken ganz gerne. Ja, zumindest so in ein paar hundert Metern, ne? Oder einer sehr lieb. Nee, das ist für ein Trafo. Oh, da müssen wir wieder kriechen, wohl. Das siehst du wohl. Ja, aber dann hinter den Größeren, wenn ich da will. Uwe, wo bin ich? Ja? Ja.
scheint was Modernes zu sein. Ja, das ist schon in Euro. 2018. Ja. Lame, Alter. Ohne Scheiß, wer nimmt mir eine Zeitung mit runter? Oh, oh, ich glaube, das Ende. Ich muss dann nochmal die Akku. Hier hat auf jeden Fall irgendjemand eine Tasche vergessen. Hier ist ein bisschen ein Sturz. Aber da hinten ist Ende, oder? Okay. Die Jacke ist eh schon im Arsch. Hätte ich mal doch den Höhlenanzug angezogen, wofür habe ich den? Ja. Hätte mal eine Hose ausgedacht. Okay, dem Müll nach zu urteilen, ist hier wirklich gleich ein Ausgang. Ach du Scheiße. Wir gehen ja gerade über der Decke sozusagen. Mann. Aber hier sind auf jeden Fall welche lang gegangen. Hier guck, siehst du da? Mhm. Unten geht nicht, oder was? Unten geht nicht. Hier oben sind sie auf jeden Fall lang. Ich muss mal kurz mein Handy verpacken. So, vor allem erstmal gucken, ob es überhaupt passt. Ja. Ja, klar. Mach den Rucksack auf, da riecht es nach Pizza. Ja, wir sind jetzt hier in so einem eingestürzten Teil. Das beruhigt uns ungemein. Und hadern jetzt gerade etwas, ob wir hier weitergehen sollen oder nicht. Man wird das wahrscheinlich im Video nicht sehen. Ja, ich versuche es mal zu zeigen. Nee, man kann es nicht erkennen. Es ist zu wenig Licht. Also es ist einfach, man kann hier nicht mehr gehen. Ich filme eben den Dennis. Wir können hier nur liegen. Flach. Das geht jetzt noch ein paar hundert Meter so weiter. Und wir wissen nicht, ob wir das tun sollen oder nicht. Hey ihr Lieben, ich bin wieder zurück bei mir im Betrieb. Ich bin dreckig. Und zwar überall. Bin jetzt gerade dabei, meine Sachen auszuräumen. Und es fliegt alles in die Wäsche, selbst der Rucksack. Also wir mussten einfach nachher abbrechen. Das war zu eng und auch viel zu staubig zum Filmen. Meine GoPro macht immer wieder Probleme. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Action-Kameras nicht für Action gemacht sind. Also ständig ist immer SD-Karten-Lesefehler oder der Akku leer oder wird nicht erkannt oder die Kamera geht einfach mittendrin aus. Es ist echt gruselig. Von daher hoffe ich, dass überhaupt die ganzen Bilder was geworden sind oder die Videos vielmehr. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, hier so ein bisschen klar Schiff zu machen. Sitze hier schon im Unterhemd, einfach weil ich... Es muss alles in die Wäsche, inklusive mir gleich. Ja, tut mir voll leid, dass wir da abbrechen mussten, aber die Sicherheit geht da einfach vor. Also wir mussten uns wirklich um uns kümmern und sehen, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Hat mega Spaß gemacht, war cool, es war ultra anstrengend. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal mich so anstrengen musste auf einem Lost Place. Also war ultra krass. Ich bin einfach fix und fertig. Super spannend. Es gibt noch viel, viel mehr zu sehen da unten. Ich werde bestimmt nochmal wiederkommen. Ob mit oder ohne Kamera ist dann die Frage. Auf jeden Fall besser vorbereitet, weil super dumm. Helm, Höhlenschlatz, hatten wir alles mit im Auto. Es hat sich aber irgendwie die Situation nicht ergeben, sich noch schnell umzuziehen und dann reinzugehen, sondern durch viel Gemuggel mussten wir dann da halbwegs unauffällig hin.
Okay, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Sorry, dass das jetzt so ein harter Cut ist. Ich werde es besser machen beim nächsten Mal. Alles Gute und bis bald im Wald. Tschüss.